zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir basteln heute endlich mal ein Mini-Album und zwar mit der Cinch. Das ganze Jahr über wurde ich super oft gefragt, ob ich nicht mal ein Video mit der Cinch machen kann und ich immer ja, ist in Arbeit, war auch immer mal in Arbeit, aber die Projekte, die ich damit binden wollte, die waren dann später so dick, dass ich die nicht mehr mit der Cinch binden konnte, also hat sich das irgendwie verworfen. Und ich denke, komm, jetzt ist es mal Zeit. Ich probiere, weil ich muss dazu sagen, ich habe sie auch schon super lange nicht mehr benutzt. Ich benutze sie heute mit euch zusammen das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit. Ich glaube, es ist so eine Staubschicht drauf. Ich zeige euch jetzt erstmal, um was es geht. Es ist dieses kleine Teil hier. Es ist eine Box, die ich hier vorne dekoriert habe. Ich habe heute sehr viel von Crate Paper verwendet. Ich verlinke euch aber auch alles unten in der Infobox. Hier so ein dicker Sticker, so ein Kartonsticker. Hier, das ist auch ein etwas schmalerer Kartonsticker. Und wenn wir hier oben dran ziehen, dann ziehen wir hier ein Mini-Album raus. Und ihr seht, ich habe es tatsächlich mit der Cinch gebunden. Und ich habe die Bindung verwendet, weswegen ich mir damals eigentlich die Cinch gekauft habe. Nur, dass ich dieses Tutorial nicht mehr wiedergefunden habe. Ich habe diese Anleitung, wie man das mit dem Draht macht, irgendwann im Sommer mal bei Mel von Kreativsüchtig gesehen. Aber ich finde dieses Video nicht mehr. Und dann habe ich mich jetzt heute hier rangesetzt mit euch zusammen und irgendwie mit, also ich habe die Gehirnzellen richtig angestrengt und ich habe versucht, das irgendwie nachzumachen und es hat tatsächlich geklappt. Das Einzige, was mir jetzt nicht so gefällt, ist, dass das Cover, das besteht aus Cardstock und das ist ein wenig schwabbelig, wie ihr das unschwer erkennen könnt. Und deswegen habe ich auch diese Box gebastelt. Aber an sich ist das eine richtig geile Sache. Also wenn ich jetzt noch rauskriege, wie ich das Ganze stabiler bekomme, ist das, glaube ich, so ein Favorit in Zukunft. Im nächsten Jahr, 2019. Denn es ist schon bald soweit. Ja, also, dieses Mini-Album habe ich hier vorne ganz schlicht dekoriert. Ich habe so ein Kärtchen noch in meinem Repertoire gefunden und ja, draufgeklebt. Herz lag hier auf dem Schreibtisch, draufgeklebt und ein Sticker. Ende. Und wenn wir das Ganze aufmachen, seht ihr, ich habe das Ganze aus Papiertüten gemacht. Und in diesen Papiertüten befinden sich Tags, wo ich einmal nochmal so eine Doppeltasche reingemacht habe und auf der Rückseite ist es Blanko, von innen ist es weiß. Für Fotos oder schön was schreiben oder was auch immer einem einfällt, was man in ein Mini-Album klatschen kann. Das Ganze, ja, spiegelt sich so eigentlich die ganze Zeit wieder. Ich habe hier noch zusätzlich von dem Designpapier, was ich verwendet habe, aus einem Bogen diese kleinen Kärtchen ausgeschnitten und habe die auch noch verwendet. Und diese kleinen Tags habe ich ausgestanzt mit so einer Lawnfawn-Stanze. Verlinke ich euch aber alles unten. Und ja, das war's auch schon. Aber ich denke, die meisten wird wohl eher interessieren, wie das mit der Cinch geht. Ich habe versucht, es vernünftig zu erklären. Aber Leute, ich muss dazu sagen, ich bin da nicht so gut drin. Also, ich habe die Cinch immer mit einer Hand ins Bild gehalten und habe gehofft, dass das irgendwie verständlich ist. Ich habe das Video noch nicht gesehen, also ich habe es noch nicht geschnitten, also kann ich nicht versprechen, dass das... Ja, wir warten einfach ab. So, jetzt aber mal Schluss mit dem Gebabbel. Wir starten jetzt und zwar mit den Materialien, die wir benötigen, um das hier zu basteln. Und los geht's. Für unser Mini-Album benötigen wir in allererster Linie Papiertüten. Ich habe mir diese Papiertüten hier rausgesucht. Die sind vom Depot. Ich habe das in Erfahrung gebracht, weil das war mein Adventskalender. Mein Patenkind hat mir einen Adventskalender geschickt und ich habe mich super gefreut. Und nicht nur über den Inhalt, sondern auch über die Papiertüten. Und wir Bastler, wir können ja nichts wegschmeißen. Mein Mann hat schon die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gedacht und gesagt, du bist total bescheuert. Aber ey, die Kleberchen, mit denen das zugeklebt war, die waren nicht so richtig bappig, also ich habe nichts kaputt gerissen, als ich die abgelöst habe. Ja, also muss ich es wegschmeißen? Nee, muss ich nicht. Kann ich ein Mini-Album draus machen? Meine Papiertüten messen 15,5 x 10 cm. Wenn ihr jetzt andere Papiertüten zu Hause habt, könnt ihr das Ganze natürlich auch machen. Ihr müsst nur die Maße ein bisschen anpassen. Dann benötigen wir etwas Cardstock, und zwar 5 Stücke. Die messen, lass mich nicht lügen, 24,6 x 9,6 cm. Ich messe eigentlich in Inch heute, aber das ist die einzige Zentimetermaßangabe, weil ich es zum Frecken nicht hinbekommen habe, eine vernünftige Inch-Angabe mir rauszurechnen, dass die Dinger da auch reinpassen. Fragt mich nicht, was da los war, ist halt jetzt einfach so. Also 5 Stück von denen. Dann brauchen wir, um diese Tags zu bekleben, etwas Designpapier. Ich habe mir jetzt hier effenweißen Cardstock rausgesucht. Für die Innenseiten habe ich schon mal vorab, weil ich Zeit hatte, das Ganze mit einem schwarzen Stift umrandet. Für die
Außenseiten habe ich mir Designpapier zurechtgeschnitten und zwar von Crate Paper. Das ist einmal das hier. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Kollektion heißt, aber die ist super süß. Verlinke ich euch auf jeden Fall unten in der Infobox, falls ihr da jetzt auch einen Schreikampf kriegt. Weil guck mal, das macht einen Knipp hier. Das kleine, wie heißt das? Der zwinkert einem zu. Wie süß das bitte ist. Und es ist ein Lama. Lamas kann man immer gebrauchen. Und damit ich nicht so viel Verschnitt habe, habe ich mir aus dem Rest immer ein kleines Stück zurechtgeschnitten. Aus dem Rest, was später auf die Papiertüten kommt, habe ich mir das hier zurechtgeschnitten, sodass ich gleichzeitig Reste verwertet habe und ein Pocket kreieren kann. Die Maßangaben findet ihr alle unten in der Infobox. Zentimeter, Inchangaben, alles, was man benötigt. Das weiß ich nämlich jetzt gerade nicht auswendig. So, und zu guter Letzt, um die Seiten der Papiertüten zu verblenden, habe ich mir mintgrün einen Cardstock zurechtgeschnitten. Und ja, wir starten jetzt mit der Präparation der Papiertüten. Ihr seht, dass die Papiertüten, egal welche ihr kauft, die haben immer hier oben so einen geriffelten Rand. Ich kürze mir das Ganze hier auf 6 Inch. Upsi, das sollte man vielleicht auch ganz hoch machen. Und dann habe ich nur so ein kleines Nöppelchen hier weggeschnitten. Und das sollte ausreichen. Man hat eine schöne gerade Kante hier vorne. Und dann kann man super, da kann man super mitarbeiten. Das mache ich jetzt mal eben mit den restlichen Papiertüten. Als nächstes präparieren wir die Papiertüten an sich. Wir starten hier hinten mit diesem Boden. Das klappe ich einmal zurück. Ich nehme mir zusätzlich nochmal ein Falzbein zur Hand und ziehe das hier richtig schön glatt. Jetzt bringe ich hier doppelseitiges Klebeband an und klappe das hier einfach einmal zu, sodass wir hier eine schöne gerade Fläche haben. So, das gleiche mache ich auch nochmal hier an diesen Seiten. Nur ein bisschen. Ich lasse ungefähr zum Rand hin. Ja, was ist das? Zentimeter frei. Das mache ich deshalb. Dann lässt sich die Papiertüte nicht mehr so extrem öffnen. Seht ihr, man kann das jetzt so weit öffnen. Wenn man das nicht macht, geht das einmal so auf. Und dann rutschen einem die Tags halt auch schneller raus. So, das mache ich jetzt hier erstmal bei jeder Papiertüte. Wenn ihr die Papiertüten alle zusammengeklebt habt, könnt ihr euch die Verblendungselemente für die einzelnen Seiten zur Hand nehmen. Das wird hier vorne und hinten einmal angebracht und zwar so, dass dieses Element, was wir hier zusammengeklebt haben, wenn ihr das hochklappt, seht ihr hier so eine Falz. Das muss definitiv vor der Falzlinie liegen, weil das hier wird unsere Bindung an sich. Meine Maße sind jetzt so ausgerechnet, dass ich ringsrum ungefähr den gleichen Abstand habe. Ist nicht immer so, weil Papiertüten sind ja auch nicht immer gerade. Ne? Das ist halt einfach so. Aber ihr könnt den Check machen, indem ihr das mal ganz kurz hier so hochklappt und dann passt das. Also wenn ihr jetzt größere Papiertüten habt, müsst ihr das natürlich ein bisschen größer schneiden. Aber das könnt ihr euch ja alles ausrechnen. Ja, das klebe ich jetzt mal eben fest. Ich nehme jetzt hierfür ein bisschen Flüssigkleber, weil der günstiger ist als die ATG-Gun. Wo ich mir gerade denke, man könnte diese Blätter noch ein kleines bisschen weiter nach vorne ziehen, weil das Bindungsstück ist im Endeffekt nur einen halben Inch, muss einen halben Inch breit sein. Ja, kann man machen. Ich habe jetzt schon alles zurechtgeschnitten. Ich persönlich finde es auch schöner so, aber das ist Geschmackssache. Es würde aber jetzt nicht schlimm sein, wenn man das noch ein bisschen größer schneidet. Weiter geht es mit diesen großen Tags, die ich mir zurechtgeschnitten habe. Die müssen jetzt einmal in der Mitte gefalzt werden. Hierfür nehme ich mein Falzbrett zur Hand. Ich lege das Ganze mit der langen Seite hier oben einmal an und ziehe mir eine Falzlinie, wie gesagt, direkt in der Mitte. Und zwar bei 12,3 cm. Das ist hier. Und das war es auch schon. Das mache ich jetzt bei allen fünf. So, ziehe das Ganze, ich klappe das einmal über und ziehe mir das mit dem Falzbein schön nach. Und ich gucke nochmal, ob das jetzt auch wirklich gerade ist, weil bei dem Ding da weiß man nie so richtig. Aber das sieht alles gut aus. Das Problem hatte ich nämlich jetzt zum Beispiel bei den Inch-Angaben. Das hat einfach nicht funktioniert. Und ich hatte auch keine Lust, ständig was anzuzeichnen mit den Sechzehnteln. Also Zentimeterangaben. Jetzt können wir das Ganze auch präparieren. Ich nehme mir aus meinem Designpapierpaket, was ich mir zurechtgeschnitten habe, zwei weiße Teile. Ein farbiges großes. Ein türkises kleines und das farblich passende Mediumstück zu dem Designpapier. Als allererstes klebe ich die weißen Papiere fest. Ich
Ich nehme jetzt hierfür auch wieder Flüssigkleber. Ihr könnt aber auch doppelseitiges Klebeband nehmen. Wenn ihr aber einen Flüssigkleber habt, der sich nicht so stark wellt und beziehungsweise gar nicht wellt, dann ist es halt eine kostengünstigere Alternative, das jetzt hier mit Kleber zu machen. Und wenn man die Zeit hat, warum nicht? Ich benutze hier den vom Action. Den finde ich irgendwie echt cool und der kostet auch nur ein paar Cent. Das fülle ich mir immer in diese kleinen Fläschchen hier ab und dann lüftet, ne? Innenbereich, check. So, wenn wir das Ganze jetzt nach links zuklappen, also die Öffnung ist jetzt auf der linken Seite, das ist das Element, was man hier vorne sieht, wenn man das in die Tech-Tasche schiebt. Also so. Also unsere Frontseite mehr oder weniger. Ich drehe das Ganze jetzt um, dass die Öffnung nach rechts zeigt und bringe dieses große Stück Designpapier hier einmal an. So. So, jetzt drehe ich das wieder mit der Frontseite nach vorne. Ich klebe zuerst dieses Designpapier fest. Und zwar auf den oberen Bereich. Einmal hier hin. Ich achte darauf, dass die Abstände relativ gleich sind, also Seitenkante und Oberkante. Und jetzt nehme ich mir hier dieses kleine mintgrüne Stück und ich bringe Kleber hier hinten an, und zwar in einem U. Also an den beiden kurzen Seiten und an einer der beiden langen Seiten. Einmal so. So haben wir uns ganz schnell und easy ein Pocket kreiert. Ich achte jetzt auch darauf, dass der Abstand hier unten, das hier, einigermaßen gleich ist wie der Rest. Dann überlappen sich die zwei Papiere minimal, finde ich aber nicht schlimm, weil dann ist das hier ein Ticken erhabener und die Tags lassen sich da einfacher reinschieben. Und das fertige Ding können wir jetzt hier in unsere Papiertüte schieben. Upsi. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr den einen drin habt, auf der anderen Seite auch nochmal einen hinmachen. Mir war das allerdings jetzt ein bisschen zu viel. Vielleicht hole ich das noch nachträglich nach, wenn mein türkiser Cardstock hier eintrifft, weil ich bin ein klein wenig unorganisiert, wie ihr ja wisst. Also ich hatte auch nur noch 5. Ja, hat nicht gereicht. Was soll ich sagen? So, also das mache ich jetzt auf jeden Fall mit den restlichen Tags und dann geht's weiter. So, fertig sind die einzelnen Seiten. Ich musste leider feststellen, dass ich nicht immer so akkurat geschnitten habe, wie ich mir das vielleicht vorgestellt habe. Aber gut, ist halt manchmal so. Manchmal habe ich einen Spalt, manchmal nicht. Ist ja auch selbst gemacht. Das ist immer die Ausrede für alles. Ich habe auch eins falsch rum draufgeklebt, weil ihr wisst ja, wie das läuft hier. Aber immerhin wart ihr nicht dabei, dann ist es nicht so schlimm. So, also hier sind wir jetzt schon mal fertig. Das können wir beiseite legen. Und jetzt nehme ich mir die Elemente für dieses Cover zur Hand. Wir brauchen zwei gleich große Teile, die messen 7,5 x 4¼ Inch und ein kleineres Element, das misst 3 x 4¼ Inch. Und das müssen wir jetzt noch eben falzen. Ich lege das mit der kurzen Seite oben an und falze einmal bei 1,5, bei 1,5 und bei 2,5. Und jetzt drehe ich das Ganze nochmal um und falze die Falz in der Mitte nochmal nach, sodass sich die in die andere Richtung drückt. Und das war's auch schon. Jetzt ziehe ich mir die Falzlinien hier einmal nach. Also. So. Das ist jetzt das Verbindungsstück für diese beiden Teile. Das bedeutet, ich nehme mir Flüssigkleber und bringe den hier auf diese Klebelasche an. Das Ganze zeigt übrigens mit dem Dächlein nach oben, dann lässt sich das einfacher kleben. So, richtig schön viel, weil das soll ja auch halten. Und jetzt nehme ich mir dieses Element und klebe das vor die Falzlinie. Und wenn ich richtig gemessen habe, sollte das oben und unten bündig mit dem Mittelteil sein. So, schön fest drücken. Alles, was da rausquaddelt, das wische ich auch direkt mit dem Finger weg, weil schwarzer Cardstock ist halt schwarzer Cardstock, ne? So, jetzt drehe ich das Ganze und wiederhole das Ganze mit der anderen Seite, die wir uns zurechtgeschnitten haben. So, und auch hier klebe ich vor die Falzlinie, also vor diesen Falzknubbel. Und auch hier habe ich dann zur Abwechslung mal richtig gemessen.
Die Klebelaschen zeigen jetzt in meinem Fall nach außen. Ich finde das aber nicht weiter wild. Wenn ihr das nicht haben möchtet, dann faltet ihr das einfach nochmal um. Also quasi so. Das Ganze sollte hier nämlich, also das Ganze sollte so ein M ergeben. Ja komm, ich lasse das jetzt so. Jetzt habe ich die Klebelaschen auch in. Und jetzt können wir auch schon das Ganze zu einem Mini-Album zusammenfügen. Ich wollte schon immer mal, also ich weiß, wie man ein Mini-Album zusammencincht, ganz normal. Aber ich fand das immer richtig cool, wenn mit so einer versteckten Cinch-Bindung. Und das machen wir heute. Ich habe da ein Video mal gesehen, ich weiß nicht, irgendwann im Sommer mal von Dani Pols beziehungsweise von der Mel. Und die hatte das gezeigt. Ich finde es nicht mehr, aber ich glaube, ich habe es noch einigermaßen im Kopf. So, ich hole jetzt erstmal die Cinch und dann starten wir. Also, ich bin jetzt wirklich nicht so der Cinch-Pro. Da gibt es bestimmt einige Videos, die euch das besser erklären. Ich möchte jetzt auch nicht komplett auf diese verstaubte Maschine eingehen. Aber ich zeige euch so ein paar Kleinigkeiten, die man wissen sollte, wenn man halt jetzt in dem Fall damit arbeitet. Also, ich hebe das mal ein bisschen hoch. Wir haben hier diesen Hebel. Und wenn man den runterdrückt, dann werden hier vorne, wenn man das Papier einmal hier andockt, kleine Löcher gestanzt. Wie und wo die Löcher gestanzt werden, das könnt ihr mit diesen kleinen Pönöppelchen hier regulieren. Also wenn man die rauszieht, kommt die Stanze nicht runter. Und wenn man das reindrückt, würde bei der Nummer 12 jetzt zum Beispiel ja, so eine Locherstanze rauskommen. Ne? Wenn man Projekte hat, oder viele machen das, wenn man Projekte hat und man nimmt sich jetzt zum Beispiel ein Stück Papier. Viele Leute markieren sich den Mittelpunkt vom Projekt. Sagen wir mal, das ist jetzt unsere Seite. Die Markierung auf dem Papier schieben die an das Center-Teilchen und dann wissen die Leute, okay, wenn ich das jetzt hier hinschiebe und ich drücke den Knopf, den Knopf, den Knopf und die anderen nehme ich hoch, so, hätte ich jetzt quasi die Nöppelchen in der Mitte, würde das an der Stelle stanzen und man hat links und rechts den gleichen Abstand, wenn das jetzt Sinn gemacht hat. Also ich mache das nicht. Ich lege meistens immer alles hier vorne an mit einem Schmierpapier und gucke dann, wie stanzt das Ganze wohin. Gegebenenfalls ziehe ich halt hier dieses Teil noch raus. So. Und kann dann so, wenn ich jetzt finde, dass der Seitenabstand vom letzten Nöppelchen zu nah am Rand ist, dann schiebe ich dieses Ding hier raus und dann habe ich den quasi ein bisschen versetzt. Also ich arbeite immer mit dieser Schiebelasche da. Das kann man aber machen, wie man möchte und da gibt es auch genug Videos, die euch das zeigen. Ich zeige euch jetzt, was ich für mich oder wie das für mich mit den Seiten und mit dem Cover vernünftig funktioniert. Also, wir starten jetzt mit dem Cover. Ich mache es mal hier an die Seite. Und noch sieht das Ganze so aus. Ich klappe das aber jetzt um. Einmal so, dass es flach liegt. Und hier dieses Element, dieses Bindungselement, was wir uns kreiert haben, das schiebe ich jetzt einmal in die Cinch. Ich möchte 7 Löcher haben, also quasi 7 so Drahtnöppel. Und hierfür drücke ich die 1, die 2, die 3, die 4, die 5, die 6 und die 7 rein und die anderen hole ich raus. So, also wird nur hier an der Seite gestanzt. Was ich jetzt noch mache, damit der Abstand zu den Seitenrändern vernünftig ist, ich schiebe diesen Pönöppel ein Stückchen raus. Also bis es einmal knackt. So, dann seid ihr hier hinten, sollte das Ganze so aussehen. Dann habt ihr hier so einen kleinen Spalt. Daran könnt ihr euch orientieren. So, und jetzt schiebe ich das hier rein und zwar bis zum Anschlag und dann drücke ich das Ganze einmal runter. Und dann habe ich Löcher. Seht ihr? Warte, ich halte es mal hier drunter. So, das sind meine Löcher. Und der Abstand ist jetzt nicht hundertprozentig, aber der ist für mich okay und es sieht halt schön aus, ne? So, jetzt müssen wir die Seiten präparieren. Dafür schiebe ich dieses Schiebeelement wieder zurück in die Ausgangsposition. Und jetzt nehme ich mir eine Seite zur Hand und ich möchte hier an dieser Seite meine Löcher stanzen. Und hierfür lege ich das. Achtet, ich hebe es mal eben hoch. So. Ich schiebe das nicht komplett an diese Seitenwand, sondern an den zweiten Strich. Seht ihr das? Also man sieht jetzt quasi nur noch den ersten großen Strich und ich lege das an dem zweiten Strich an. Die Knöpfchen lasse ich genauso, wie sie sind, weil ich brauche ja 7 Löcher, damit mein Draht auch überall durchgeht. Dann docke ich das, schiebe ich das ganz nach hinten, docke das quasi an und drücke das Ganze hier einmal runter.
Und jetzt habe ich auch hier meine Löcher. Und wenn ich das später hier drauf lege, seht ihr, dass der Abstand oben und unten mehr oder weniger gleich ist. Nicht hundertprozentig, aber es sieht ganz gut aus. Sieht man das überhaupt? Jetzt sieht man es, ne? Also hier und hier der Abstand, das ist ein Millimeter kürzer, aber das juckt mich nicht, weil ich bin froh, dass ich es überhaupt hingekriegt habe. Ich nehme mir noch diesen Draht und kürze mir den. Ich brauche 7, weil ich habe 7 Löcher gestanzt. Und ich brauche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Dinger für jedes Loch 1. Und das, was ich nicht brauche, da nehme ich mir hier so ein, ich weiß nicht, was das ist. Das ist so ein Drahtschneider, habe ich mal damals vom Schmuck noch gehabt. Und ich kürze das Ganze hier in der Mitte. So läuft das immer. So, das ist ganz praktisch. Hier an der Seite sind so Ponöppelchen und hier kann man diesen Draht reinhängen. Das bedeutet, ich nehme jetzt als allererstes das, was wir zuerst gefalzt haben und lege das hier in diese Löcher. Und jetzt lege ich meine ganzen gestanzten Seiten einfach da drüber und dann habt ihr euer Projekt schon mal quasi in einem auf eurem Draht. Ich stanze jetzt mal eben schnell noch hier die restlichen einzelnen Seiten. Einmal so reinlegen. Geht euch auch nichts verloren. Das ist eigentlich wie für mich gemacht. Ich sage, das war wahrscheinlich jetzt totaler Kuddelmuddel. Ihr müsst auch nur wissen. Ihr müsst eigentlich nur wissen, wenn ihr eine Cinch habt, wo ihr das anlegt. Für alles weitere Erklärbär-Technische bin ich nicht gemacht. Ich bin bei so technischen Geräten nicht so der Pro. Aber wie gesagt, ich habe mir ein paar englische Videos damals angeguckt und war total begeistert. Ja. Und dann habe ich mir die halt gekauft, ne? Und ich kann es einigermaßen. Jetzt müssen wir diesen Draht hier noch zusammendrücken. Und auch das könnt ihr mit der Cinch machen, indem ihr das Ganze hier einmal umdreht. Hier ist so ein Element, hier quasi diese Presse, nenne ich das jetzt mal. Wenn ich diesen Hebel hier runterdrücke, mit dem wir normalerweise stanzen, bewegt sich auch dieses Presselement. Und hier unten kommt der Draht rein, samt Projekt. Ihr orientiert euch ein bisschen hier oben an dem Ding und an dem, was auf eurer Verpackung steht. Also auf meiner Verpackung steht jetzt zum Beispiel 3/4 Inch. Deswegen nehme ich diesen Tropfen mit dem 3/4 und dann ist das hier quasi schon so angepasst auf diesen Draht, den ihr da gerade benutzt, dass der vernünftig zusammenhält. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Draht habt, der 1/2 groß ist, dann drückt ihr dieses Ponöppelchen runter und könnt das hier so verschieben. Ich lasse das jetzt allerdings erstmal bei 3/4 und dann lege ich das Ganze so in die Cinch. Also diese viereckigen Teile oder diese eckigen Teile, die zeigen auch nach unten und die zeigen nach oben. Und zwar so, wie soll ich das sagen, dass wenn die Presse jetzt hier drauf drückt, das Ganze auch vernünftig zu einem Bogen gedrückt wird. Wenn ich das jetzt so lasse, dann würde ich das Ganze quasi auseinanderdrücken. Also wenn jetzt hier die Presse drauf kommt, könnt ihr euch ja vorstellen, was passiert. So, und deswegen drehe ich das Ganze, dass diese Nöppelchen ungefähr so liegen. Dann schiebe ich das hier rein. Einmal so. Und ich drücke das Projekt gegen die Wand. Und zwar, also ich halte es nur. Ich lege mir das da so hin, dass es halt vernünftig liegt. Und dann drücke ich das hier runter und gucke von der Seite. Und das sieht schon gut aus. Das ist nicht ganz rund, aber und das war es dann auch schon, ne? So, zack, habt ihr hier euer Mini-Album gebunden. Habe ich zwar richtig beschissen erklärt, aber ich glaube, ihr wisst das Prinzip von dieser Bindemaschine, beziehungsweise wo ihr das anlegen müsst, um diese versteckte Bindung zu machen. Wie diese versteckte Bindung jetzt aussieht, das zeige ich euch, nachdem ich die Cinch mal wieder in ihre verstaubte Ecke geräumt habe. Und zwar können wir das hier jetzt nach vorne klappen. Und fertig ist unser Büchlein. So sieht das Ganze jetzt aus. Und ihr seht, hier an der Seite habt ihr diese versteckte Bindung. Finde ich persönlich richtig geil. Die Mel hatte das auch mit Cardstock gemacht. Ich muss sagen, das ist jetzt mein erster Versuch. Es ist natürlich ein bisschen labbrig jetzt, ne? Ich weiß nicht so genau, wie man das jetzt verstärken soll, dass das nicht so vor und zurück schwabbelt. Wahrscheinlich würde ich beim nächsten Projekt, anstatt einfach nur den Cardstock hier anzubringen, Graupappe
schon vorab beziehen und dann auf diese Klebelaschen kleben und von innen dann mit einem Stück Designpapier das Ganze verblenden, dann habt ihr auf jeden Fall etwas stabilere Seitenwände. Jetzt müssen wir uns natürlich überlegen, wie wir das jetzt retten, weil so will ich es nicht verschenken. An sich ist das natürlich eine geile Sache. Also ich finde es mega, dass ich es überhaupt hingekriegt habe, obwohl ich dieses Video von der Mel, weiß ich nicht wann, gesehen habe. Ein bisschen stolz bin ich gerade. Und ich finde es, es sieht halt einfach schön aus. Ne? Also ich finde, das ist auch sehr hochwertig. Nur diese Pappe ist halt jetzt nicht so hochwertig. Das Ganze wirkt natürlich anders, wenn wir die Front- und Rückseite jetzt gleich noch verzieren mit Designpapier. Wahrscheinlich klebe ich auch noch ein bisschen Cardstock drauf, damit es was da stabiler wird. Ich würde sagen, ich überlege mir mal was und dann sehen wir uns gleich wieder. So, also ich habe mir was überlegt und zwar möchte ich eine Box basteln, in die das Ganze reingeschoben wird. Wir machen das jetzt zusammen, damit ihr das anpassen könnt an die Größe eures Mini-Albums. Wenn ihr jetzt größere Papiertüten genommen habt, dann ist es halt, könnt ihr meine Maße ja nicht übernehmen. Deswegen zeige ich euch das jetzt einfach. Das ist nämlich super schnell gemacht. Ich habe mir jetzt hier ein DIN A4 Stück Cardstock genommen in Fuchsia, weil Fuchsia ist einfach geil. So, als allererstes müssen wir die Breite unseres Mini-Albums ändern. Und das mache ich. Also ich drücke das jetzt nicht komplett zusammen. Ich möchte zwar, dass das in der Box ein bisschen komprimierter sitzt, aber da kommen ja auch noch Tags und Schrift und Deko und so ein Gedönse rein. Deswegen drücke ich das nur ein kleines bisschen zusammen, ungefähr so. Und dann messe ich, wie breit das ist. In meinem Fall wäre das jetzt ein Inch. Ein Inch und dann hätte ich das wahrscheinlich so. Wenn ich das komplett zusammendrücken würde, bin ich bei knapp einem halb. Also ich lasse dem Ganzen einen halben Inch mehr. Ich mache das jetzt mit Inch, aber das Ganze könnt ihr auch einfach auf Zentimeter übertragen. Also dann legt ihr halt einfach die Zentimeterseite an. Ne? Also das behalten wir im Hinterkopf. Das Ding hier ist ein Inch groß. Das bedeutet, ich messe mir von der langen Seite nach oben gesehen einen Inch ab und setze mir da eine Markierung hin. Und zwar hier. Ihr könnt euch das auch anzeichnen, also so eine etwas kleinere Linie ziehen. So, dann ist es ein bisschen einfacher. Denn jetzt müssen wir erstmal die Höhe von der Box an sich ermitteln. Ich habe jetzt diesen Inch abgemessen, weil das wird unser Boxboden. Den kann ich also außen vor lassen, weil der Boxboden muss ja immer so breit sein wie die Seitenwände an sich, also ein Inch. So, und um die Höhe des Mini-Albums zu ermitteln, muss ich erstmal überlegen, wie soll es denn aussehen. Ich fände es ganz cool, wenn diese Spitze später noch rausguckt. Also werde ich zusehen, dass meine Markierung gleich ungefähr auf der Höhe dieser Spitze ist. Ein Ticken höher vielleicht noch. Wie ich das mache, ich lege hier unten die Kante, lege ich an die gezogene Linie an. Und docke das Ganze ans Papier, dass das quasi eine Papiermasse ergibt. Also es soll eben sein. Und jetzt gucke ich, wo auf der Seite dieser, wie heißt es hier, diese Spitze ist. Ich drücke das mal einen Ticken runter. Die ist ungefähr hier. Also setze ich mir ein paar Millimeter höher, als die Spitze an sich ist, diese Markierung. Und an dieser Markierung kürze ich jetzt erstmal mein Papier. Jetzt ist es nur einen kleinen Ticken kürzer. Jetzt können wir starten und unsere Falzlinien ermitteln. Und das machen wir. Als erstes müssen wir eine Seitenbahn einrechnen oder einzeichnen. Die ist ein Inch breit, haben wir ja gerade schon ermittelt. Also lege ich mein Lineal hier unten genau an der Kante an und setze mir eine kleine Markierung bei einem Inch. Das ist hier. Dann klappe ich das mal eben auf, weil es ist einfacher. Als nächstes brauchen wir diese Breite hier. Deswegen lege ich mein Lineal jetzt mal an. Ich bin hier bei 4 1/4, genau. Und ich möchte aber, dass das einen kleinen Ticken größer ist, damit man das nicht so in die Box fummeln muss, sondern dass man das einfach in die Box gleiten lassen kann. Und deswegen nehme ich jetzt ein 1/16 dazu. Also sind wir bei, ich weiß nicht, 1, 2, 3, 4, 5 Sechzehntel. 4, 5 Sechzehntel. Und das zeichne ich mir hier unten auch einmal ein. Das wäre hier. Wenn die Markierung gezogen ist, setzt ihr danach wieder eine bei einem Inch, also eine Seitenwand, dann wieder eine komplette Seite, also 4 Sechzehntel. Und dann hoffen wir, dass jetzt noch ungefähr ein Inch übrig bleibt. Und ja, das haben wir. Es ist ein Ticken länger, deswegen schneide ich mir jetzt diesen kleinen Spalt noch eben weg. Und dann sind wir auch schon fertig.
So ermittelt ihr die Maße einer Box. Egal, was ihr habt, ob ihr jetzt eine Kerze habt oder ein Geschenkgutschein oder sonst irgendwas. So mache ich das eigentlich immer. So, als nächstes müssen wir das Ganze falzen. Ich nehme hierfür mein Falzbrett zur Hand und ziehe mir jetzt einfach Falzlinien an jedem Markierungspunkt, den wir gezogen haben. So sollte das bei euch jetzt auch ungefähr aussehen. Ziehe ich mir erstmal die ganzen Falzlinien hier einmal nach. Dann nehmen wir uns eine Schere zur Hand, denn wir müssen ein bisschen schnibbeln. Und zwar hier unten an dieser schmalen Linie schneide ich mir die kurzen Falzlinien ein, bis zu dem Punkt, wo die sich mit der langen Querfalz treffen. Und das letzte hier, das schneide ich komplett raus. Einmal so und einmal so. Jetzt klappe ich diese Klebelasche einmal um und bringe hier doppelseitiges Klebeband an. Jetzt achte ich darauf, dass das restliche Papier glatt liegt und dann klappe ich das an der zweiten Falzlinie einfach um. Das sollte eigentlich jetzt akkurat passen. Jetzt kleben wir noch den Boxboden zusammen. Als erstes klappe ich eins der beiden langen Teile ein, bringe hier eine ordentliche Bahn Flüssigkleber an. Dann klappe ich diese kleinen Nöppelchen ein, bringe in der Zwischenzeit, während ich das festhalte, schon Kleber auf dem großen Teil an. Und dann klappe ich das einfach zu. Ich drehe das um und bringe jetzt Druck von innen an, und zwar mit diesem wunderschönen Pinsel, weil der so schön lang ist. So, und jetzt können wir das Ganze testen. Ich nehme mir das Mini-Album und lasse das hier einmal reinfallen und hoffe, dass es passt. Und es passt perfekt. Genau so wollte ich das. Hier vorne können wir das Ganze super einfach rausziehen, indem ich einfach die zwei Spitzen greife und das Ganze rausziehe. Und wir haben auf jeden Fall noch genügend Platz, um jetzt gleich noch Tags und so ein Gedöns anzubringen. Ja, die Maßangaben für das schreibe ich euch jetzt nicht in die Infobox, weil es ist schon zusammengeklebt und ich will es nicht nochmal machen. Aber ihr wisst ja jetzt, wie es funktioniert. Das ist auf jeden Fall ein super Quick-Tipp für alles, was ihr an Boxen basteln müsst. So, ich dekoriere jetzt mal und tobe mich ein bisschen aus und dann zeige ich euch gleich das fertige Endergebnis. Ihr Lieben, fertig ist mein Mini-Album. Ich habe das von außen einmal ganz normal mit ganz normalem Cardstock beklebt, einfach in den Farben vom Mini-Album an sich. Hier vorne habe ich ein bisschen Designpapier von Crate Paper angebracht und hier unten habe ich eine Hügellandschaft in Schwarz ausgestanzt, damit sich das Schwarz auch irgendwie so ein bisschen wiederfindet. Und ich habe endlich mal die Gelegenheit genutzt und dieses Lama verwendet. Das sind diese dicken Sticker von Crate Paper. Ich verlinke euch aber alles, was ich hier benutzt habe, mal. Dann könnt ihr euch das in Ruhe angucken. Das hier ist auch so ein Sticker. Da steht Leave a little magic everywhere you go. Und das fand ich irgendwie ganz süß in Kombination mit dem strahlenden Lama. Wenn ich das rausziehe, das Cover habe ich relativ schlicht gehalten. Ich habe hier noch so ein Kärtchen in meinem Repertoire gehabt. Da steht, das ist ein Spruch von Audrey Hepburn. Und da steht, I believe in pink, I believe tomorrow is another day and I believe in miracles. Und das fand ich irgendwie ganz schön. Zusätzlich habe ich noch diese kleinen Spruchsticker verwendet. Die sind von Pebbles, aber ich glaube, die gibt es nicht mehr. Ich kann noch mal gucken. Ich hatte die schon mal irgendwann benutzt. Ich weiß nicht, ob ich sie da gefunden habe oder ob ich euch dann irgendwie nur hingeschrieben habe, wie die Kollektion hieß. Weil ich bin auch jetzt nicht so der Google-Master. Das muss ich jetzt dazu sagen. Ich kenne so meine 3-4 Online-Shops, wo ich bestelle. Und ich kenne Amazon. Und wenn ich irgendwas eingeben muss bei Google, ich finde es nie. War in der Schule schon so. Mein damals bester Freund, der musste für mich immer googeln. Ich habe es nie gefunden. Den musste ich ein Referat halten, der musste für mich googeln. Ich weiß es nicht. Ist nicht meine Welt. Ich bin definitiv nicht Dr. Google, aber der ein oder andere von euch halt schon. Wahrscheinlich. Also hier habe ich noch ein Herz hingeklebt, um dem Ganzen ein kleines bisschen Dimension zu verleihen. Ja, und wenn wir das aufklappen, habe ich die Vorder- und die Rückseite ganz normal mit Mintgrün beklebt, weil ich jetzt auch irgendwie nicht wusste, was da noch hin soll. Die Seite ist so riesig. Ich hatte jetzt auch keine Lust mehr zu dekorieren. Das muss ich jetzt mal ehrlich gestehen. So, von innen habe ich mir für die Pockets kleine Tags ausgestanzt. Das ist eine kleine Stanze von Lawnfawn. Allerdings war dieser Tag ein Ticken groß. Ich habe es gekürzt und dann mit dem Eckenabrunder nochmal die Ecken abgerundet, damit es hier reinpasst. Fand ich ganz süß. Hier unten wieder dieser Sticker von Pebbles.
wenn wir das Ganze aufklappen, habe ich hier aus dem Designpapier Paper Pack so diese kleinen Quadrate ausgeschnitten. Das war eine Seite, da waren, weiß ich nicht, 4, 8, 12 Quadrate drauf oder sowas. Und dann habe ich die halt benutzt. Ist eigentlich eine Valentinskollektion, aber ich fand, das passte irgendwie ganz schön. Hier seht ihr, warum ich eigentlich drauf gekommen bin. Mir hat jetzt doch ein Stück Designpapier gefehlt, möchte ich jetzt irgendwie sagen, weil ich habe gedacht, die Bindung ist ein bisschen weiter mittig mit der Cinch. Aber ich habe auch schon super lange nicht mehr mit dem Ding gearbeitet. Ne? Und das war jetzt die schönste Variante, die ich gefunden habe. Das gefällt mir richtig gut, weil das irgendwie aussieht wie, ja, wie so ein Post-it oder sowas. Und das fand ich ganz süß und ich habe halt alles verwendet. Hier dann auch wieder, wenn man das aufklappt, so ein kleines Bildchen der Einheitlichkeit zuliebe. Das ist die Seite, die ich falsch rum draufgeklebt habe. Also Pocket ist quasi auf der anderen Seite. Ja, und hier das Gleiche. Wieder so ein Spruch, wieder zwei Bildchen, Tags und so geht das halt weiter. Ihr wisst ja, ich bin jetzt nicht so der Dekorierer, wenn ich noch nicht weiß, was rein soll, aber ich bin halt der Bastler, der bastelt Mini-Alben, obwohl er keine Verwendung dafür hat. So, und das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich verlinke euch die ganzen Maßangaben unten in der Infobox, in Inch, in Zentimeter. Und die Produkte, die ich verwendet habe, verlinke ich euch natürlich auch. Wenn ihr irgendwelche Fragen haben solltet, dann schreibt mir gerne auch unten in die Kommentare. Wenn ich nicht schnell genug bin, beantwortet das meistens irgendjemand anders. Ist immer sehr geil in meiner Community. Und ja, wenn ihr Fragen zu Cinch habt, dann könnt ihr die gerne stellen. Ich weiß nur nicht, ob ich die beantworten kann, weil ich bin jetzt halt nicht so bewandert auf dem Gebiet. Aber ansonsten ist es ein sehr geiles Teil. Also ich benutze es, ich habe es eine Zeit lang sehr gerne benutzt, aber halt für ganz einfache Projekte. Und ja, jetzt wo ich weiß, wie das funktioniert, ist natürlich mehr als geil. Ich muss nur mal ausprobieren, dass ich irgendeine Variante rausfinde, dass das Cover nicht so schwabbelig ist. Aber das, finde ich, ist eine super Lösung. Also, ich höre jetzt auf zu babbeln. Ich wünsche euch super viel Spaß beim Nachbasteln und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Tschüss!